Und da wären wir auch schon zurück bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Houses. Wow, so da wollte ich die Textur gar nicht sehen. Und bei so welchen in der Mitte da? Die Textur sieht voll seltsam aus. Ist das hier auch immer so oder nur da? Ha, man sollte sich einige Texturen lieber nicht zu genau anschauen. Zum Beispiel den Boden. Mir ist nicht aufgefallen, wie schrecklich der Boden aussieht. Und rennen wollte ich auch nicht. Jedenfalls, ich wollte nochmal zu Hubert gehen. Denn wir können ihm die Blumen auch anders geben als über die direkte Quest. Ich habe mir nie die Decke von diesem Raum angeguckt. Das ist ein Gelehrter, da ist Hubert. Oh. So. So, that means we've blown a major hole in Claude's plan. We should press on. Geschenk und da sind die Gladiolen. Bitteschön. Well done, Professor. Thank you. Steht hier auch, gib sich Hubert als Geschenk. Steht da auch. Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil. So, wir haben noch eine Unterstützung. You. What did I do? Am I in your way? I'm in your way. I know, I get it. I'm sorry. I can't stand the sight of me either. I never said that. Stay right there. You're always running away. You must really find me irritating. Irritating? I know. I completely... What? No, I mean, I know I'm irritating, but... Huh? Stop. Do you remember when you came up behind me and knocked the sword from my hands? I need you to teach me that technique. Sword? Teach? Technique? That's a joke, right? Because that's just about the most ridiculous thing I've ever heard. Maybe so, but I saw you do it. You don't remember? You moved like a flash, and before I knew it, nope, wasn't Bernie. You must have dreamed it. Unless my accuser dares to produce some evidence. Yes, evidence. I still have your satchel, see? Oh, my satchel. Wait, that? No, that's not mine. You can't prove it's mine. You know it's yours. I'm innocent, I swear. Merciful Cyril, save me! This is getting nowhere. But, maybe I should corner her like last time. Then she'll use the technique without thinking. Never mind. I'm done here. Lies! All lies! I didn't do any... Uh-huh? Well, where'd he go? Er ist gegangen, Bernie. Einfach so. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Oh, wir wollten unser Axtlevel an so einem Hof prüfen. Edelgard. Edelgard sollte uns eine große Hilfe dabei sein. Miau. Ja, ich will hier lang. Sollte doch nicht so schwer sein. Hi. I wish we could settle all of this. I wish it dearly. But they fight in a bloody battle, take countless lives, and then they refuse to admit when they're... Of course, but if they're going... Spezialtraining. Axtlevel, danke schön. Dann sind wir schon bei D+. I'm getting the head. Dann... fertig war... Hier, ja. Davor. Hi. I have been. If I do, you ever think about that sort of thing, Professor? Wenn ich mich gegen das Kaiser gestellt hätte. So you do think about such questions. Keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. Ich will nur ein Spezialtraining. Ach, du hast das nicht mal. Ne, dann bin ich auch schon weg. Sorry. Aber Caspar hatte das. Das weiß ich zufällig ganz genau. Didn't they used to call Claude the Master Tactician? I want a nickname too. Maybe I'll get one if I can defeat him at Deirdre. I'll come up with a plan that'll beat his and earn a nickname for sure.
Okay. Wie wär's mit Casper, der Banksitzer? Ach da, der ist doch auch noch extra, oder nicht? Daredrew, the aquatic capital. I've heard it's a magnificent city, you know? If we're going, I wish it wasn't to wage war. It'd be more fun to visit with a cute girl on my arm. Vielleicht wenn der Krieg vorbei ist? Maybe you and me? That'd be a good reason to survive the war. Keine Ahnung, mal gucken. Wenn ich ja noch Zeit in meinem Terminkalender habe. Manuela gibt kein Axttraining, aber Alois gibt noch welches. Ist er denn? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Da ist er. Hi. So, do you ever regret taking the path you did? Niemals. The very model of a leader. I should take a page out of your book. Whatever path you choose. Wieso? Oh, hi. To tell you the truth, I used to be a knight of Seros. But at some point, I just couldn't follow them. Oh. To tell you the truth, I ran away in secret and decided to join the Imperial Army. When I found Alois here, it made me feel much better. It meant I'd made the right decision. Ever since that day you disappeared, the Archbishop has been completely different. She started laughing as if she was possessed and spouting complete gibberish. Oh man, dass es so mit ihr enden musste. I hear Claude's earned himself a rather colorful nickname. He does whatever it takes to win. I like that. It will be especially satisfying to defeat him. I can't wait to see what his next move is. Was hast du? Natürlich Schwerter, ne? Ach, ich denke, die werden wir niemals abgeben können. Was haben wir für ein Turnier? Lanzenturnier. Oh. Sylvain, das könnte was für dich sein. Probier mal. No, schon ausgewichen. Dumm, nur, dass du nicht doppelst. Das könnte nochmal ziemlich schwierig werden. All for our future. Na, solange du mehr Schaden machst als der Gegner, soll mir das recht sein. Ich mach mal ein bisschen schneller. Obvious. Kämpfe wir dann hier doch ein bisschen länger. Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Oh! Burn until we meet again. Das war knapp. Hi, MT. So, das war sie. Dann können wir uns nochmal heilen und dann können wir im Finale mit vollem KP kämpfen. So, dann hat die Pegasus-Ritterin keine Chance mehr. Autsch. Ich glaube, das war's. Da hatte sie wohl doch mehr Chancen gehabt, ne? Ansonsten. Mensch, du müsstest noch Axtunterricht geben, oder nicht? Natürlich gibt's so Axtunterricht. Wir haben uns beim letzten Mal gesehen. Hi, hast du Ash gesehen? Der Shamir. Das ist Ignaz. Ist Ash hier oben? Ja, das war richtig geraten. Food has gotten scarce since the war started.
Normally, that would mean reducing our own take. But we just can't afford to do that. If we lose this war, still, the longer this goes on. Das ist wahr. So, ein bisschen Axttraining. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal essen? Warum nicht? Ey, womit müssen wir die Zeit hier rumkriegen? Nehmen wir dich und nehmen wir Ingrid. I realized it after I got to the monastery. Nobody in Fargus knows how to cook. I think it's wonderful to be able to eat a nice meal every day. So, und als nächstes... Ach komm, wir gehen noch mal singen, warum nicht? Oder wir spielen Rate. Komm mal, Carsten! Yay! Yeah. Ein Adler darf die Festung nie verlieren und muss stets Anmut ausstrahlen. Aber müssen wir auch auf dem Schlachtfeld anmutig sein? Sicher! Mist. Ich bin kein guter Kummerkastengeber. Ich meine, Ratgeber. Kummerkastenratgeber. Wer will singen? Ach komm, ihr könnt singen, ist mir egal. Los. Singing is so much fun. Everyone should enjoy themselves while they're doing it. I'll keep my voice down. Don't want people thinking I'm vying for attention. But how loud is too loud? So. Dann sind wir damit wenigstens durch. Ja, Verbindungsvorgang. Dankeschön. Ja, wir machen es selbst. Wir bestimmen selbst. Wow, es war ein ziemlich voller Tisch hier. Haben auch gar nicht alle Platz, oder? Gucken, die goldenen Hirsche fehlen hier komplett. Vor allem, wie Edelgard als Kaiserin da einfach neben uns sitzt, statt halt am Anfang zu sitzen. Ich meine, sie ist die Kaiserin. Ah, Ziele. Ach komm, ihr könnt euren... müssen die Gruppenaufgabe wieder von Anfang geben, ne? Das könnt ihr mal schön weitermachen. Ich hab wohl gedacht, nur weil die 5 Jahre rum sind, könnt ihr aufhören mit den Stallarbeiten. So, das kommt aber nicht in Frage, ne? Irgendwas hier... Könnten die Axt mal weiter leveln. Dann benutzen wir die vielleicht auch mal eines Tages. Hey. So, dann hier. Ein bisschen Glaube. Ach, du kannst. Ach, hatten wir nicht irgendeinen von den Magiern, der nicht heilen konnte? Lucy konnte heilen. Das weiß ich. Das hat sie ja gemacht. Ich dachte, wir hätten irgendeinen, der zwar... Hast du das? Ja, du hast im Glaube zäh. Du sollst es auf jeden Fall heilen können. Geben wir dir noch ein bisschen Autorität. Das kannst du auch ganz gut gebrauchen. Hm. Das ist ja fast fertig. Ach, mein... Diesmal wird's besser. So. Hätte mal ein A da drin. Sie hat die Blitzaxt gelernt. Sehr schön. Dann Ferdi. Das ist auch fast durch. Yeah. Bataillonsverzweiflung gelernt. Hast du fein gemacht. Ich bin stolz auf dich. Meine Güte, da hat aber jemand ein Talent dafür. Lanze müssen wir bei noch ein bisschen hoch machen, ne? So, dann sind wir auch fertig. Dann fangt mal an zu lernen. Question for you. Ja? Den Willen schwachen ist es gleich, wer sie beherrscht. Doch My Lady Edelgard möchte ihnen die Augen öffnen. Wie würdest du dies bewerkstelligen, wärst du an ihrer Stelle?
Bildung! Investiert in Bildung! Zieht die Schweine nach euch auf, oder so auf, wie ihr es wollt. Dann mucken die nicht auf. Meine Leidenschaft galt schon immer der Zauberei und meine Begeisterung gepaart mit dem Studium der Vernunft könnte mich zu einem mächtigen Magienutzer werden lassen. Trainiere Vernunft und Autoritätsfähigkeiten. Trainiere die Vernunftfähigkeit. Nein. Noch jemand ohne Fahrschein? Ja? Ja? It is a perfect day to exert oneself. Yeah, yeah, that'll work. 5 Jahre später und sie machen immer noch die Stallarbeiten. Am gleichen Pferd. Now is the time to master this. Yeah, Gewicht minus 3. Perseverance is the key. Und Glaube Level 3. Age is but a number. Und Nosferatu erlernt. Seems my practice is paid off. Faust Level 4 erlernt. Ja, von mir aus können wir Korsing gehen. What's the point of singing practice? It's not going to make me stronger. This is no good. Sing from your diaphragm. Lo. Get it? Lo. So. Und es ist Sonntag. Immer wieder Sonntag kommt die Erinnerung. Nämlich daran, dass wir kämpfen gehen, wie 92% der anderen Leute. Wir haben nämlich noch unsere schönen Quests hier. Was tun mit Deserteuren? Ein Soldat hat Informationen zum Hauptleiter einer Gruppe von Deserteuren. Sie sind erfahrene Soldaten, daher solltest du versuchen, sie davon zu überzeugen, sich dir anzuschließen. Bin ich doch dabei. Ja, und diese Minikarte hätte ich mich schon so oft verlaufen. Das ist wahr. Aber mittlerweile finden wir uns ja auch ganz gut im Kloster zurecht. Wenn ich bedenke, wie wir da am Anfang rumgeirrt sind, oder vielmehr, wie ich da rumgeirrt bin. Der Meister des Reichs bricht die Festung mit dieser Tür. Dich lasse ich erstmal zu Hause. So. Gut. Dann mal los. So. Oh, was hat denn der? Ein Goldbeutel. Wie schön. So viele Schützen. Schicken wir unsere eigenen Schützen dagegen in den Kampf. Wer kommt ihr? Du kommst da an. Gut. I'm awake. Das ist schön, dass du wach bist. Kannst du den mal wegpusten? I'll do what it takes. I'll cut through. So, dann kann Felix auch gleich mal ein bisschen weitergehen. Wir können ja mit Entropia noch mal betanzen, dass er dann noch mal ziehen kann. Sorry. So, dann steht er nämlich schon hier. Die kannst du eigentlich mal benutzen. So. Weil ich frage, was hast du überhaupt vom Glück? Na, 23. Hättest du es, glaube ich, ganz gut gebrauchen können. What's the plan? Ready for anything. Auch, bist du auch bereit, um den da kaputt zu machen? Ja! Und ganz offensichtlich schon. All is for victory. This is the cost of war. Irgendwie erinnert mich Ferdi immer an die wahre Gestalt des Beasts von den Schönen und das Biest. This could turn the tides. I'll use this power for the. So. For the Empire. Genau.
Meine Güte, 54 mal 2. Das haut rein. Let's make this quick. Ich will warten. Ready when you are. So. Autsch. Hätt's auch mal ausweichen können. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, hat ihn das eigentlich in die Hüfte getroffen. Aber er ist ja zur Seite gesprungen, da zählt es nicht. Autsch. Mir gefällt nicht, wo das hingeht. Autsch. Überlassen wir das mal Edel. Die ist sehr gut darin, Leuten mit ihrer Axt den Kopf abzuschlagen. So, kann Lucy uns mal kurz teilen. So. Uns geht's wieder blendend. Wen nehmen wir? Dich. It's win or die. So. Räumen wir weiter auf. Don't bother haunting. Eine Übungspflanze. Dann stellt sich Bernie einfach mal hier hin und haut den kaputt. Bernie's unstoppable. Aha. So, wenn das da oben ist, der letzte. Da macht Lenny jetzt den kaputt, dann kann Felix sich den Boss vornehmen und dann ist die Seite, glaube ich, safe. Ja, dann ist die Seite ziemlich safe. So, es ist für eben. It was meant to be. So, mein Goldbeutel. Da müssen wir uns noch um die Lappen da oben kümmern. Ja, das sind Lappen, so wie wir hier durchflügen. Watch and learn. Hi. Ich meine, gut, die Magier machen ganz gut Schaden, aber das war's dann auch schon. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Dir gleich nicht mehr. It's done. Ja. Aber sie hätte mal Defensivtaktik gelernt. Okay, das tut weh. Das Mädel hat Power. I'm impressed. Aha. Here is something to believe in. So. Another victory. So, dann beenden wir mal die Runde. Dann greift der gleich uns an und dann ist er auch weg vom Fenster. Dann sind wir durch. Wow. Not so fast. Natürlich. Natürlich weicht er immer aus. So. Drache, verdammt nochmal. This could turn the tides. So. Das wäre erledigt.
Ja, lieber Verbindungsvorgang. Dankeschön. So, und dann fangen wir auch schon mal mit den Piraten im Norden an. Das werden wir diese Folge garantiert nicht schaffen. Ein Soldat hat von Piraten berichtet. Reise zur Region Sreng und besiege die Piraten. Machen wir doch glatt. Oh, ich glaube, ich bin gerade zurückgegangen, oder? Bin ich gerade zurückgegangen? Das würde mich sehr ärgern. Nein, Piraten im Norden. Ich war so irritiert, weil der Kalender da war. Ach, hier sind wir. Wir haben leider keine Flugeinheiten dabei. Gut, dann werden das unsere Magier entrichten müssen. Was sind das für die Schwertkämpfer hier? Jo, das sind ein paar mehr hier, ne? Was hat der? Ein Goldbeutel. Wie ungewöhnlich. So, aber bevor wir hier anfangen, würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und dann beim nächsten Mal stürzen wir uns auf diese ganzen Schwertmeister. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao! Ciao!